Blub, blub, Leute, willkommen zurück zu Let's Play Divinity Original Sin 2. Wir haben klar ein paar kleine Sachen im Off gemacht, haben auch nochmal kurz mit Hannah geredet, weil Melly dachte, da wäre noch was. Und sie hat ein Buch bekommen, und zwar ein Beschwörungsbuch über das Ebenentor als Belohnung dafür, dass wir den Typen gerettet haben. Es war aber ein bisschen buggy, das Gespräch, deswegen haben wir es jetzt nicht nochmal aufgenommen, weil es war einfach... Eigentlich hat sie sich auf Fortgehen gedrückt, dann hat Hannah nochmal angefangen damit, dass wir eine Belohnung bekommen und so, und das war strange. Wir stehen jetzt hier am Pier, wenn ihr auf die Karte schaut, im Nordwesten, ganz im Nordwesten, wo es auf zur Insel geht. Und das hier soll ein Pfad sein, den wir besser nicht beschreiten, und deswegen zeigen wir den zuerst, ne? So ja. Habt ihr das gemeint, sehr gut. Ja, und doch, wir gehen doch, dann später über die Brücke. Den kann man ganz einfach beschreiten. Genau, das hat auch keinerlei Konsequenzen. Mhm, vor allem der ganze Todesnebel und so, das macht's gar nicht ominös hier. Na ja, gut, dann reden wir mal mit diesem netten Fährmann. Hey, das ist ein Boot im Dock. Okay. Danke für diese Info, ihr beiden. Reden wir mit ihm. I shall. Step this way. All aboard. Aha, der Todesnebel bedeckt den See. Ist die Überfahrt nicht etwas gefährlich? It is. But I know what I'm doing. I've been working this crossing my whole death. Trust me. Was ist der Preis dafür? A trifling amount, I'm sure you'll agree. Payable in advance, of course. Anmerkt, dass seine Lebensweise besagt, dass der Fährmann erst am Ende der Reise bezahlt werden sollte, finde ich cool. Ja, sollte der Fährmann nicht erst beim Abliefern bezahlt werden? But that makes no sense. Think about it. You don't pay the ferryman until he gets you to the other side, out of fear that he'll murder you midstream. Rob your corpse and dump you in the water, my friend. If murder was on my mind, I could do the job right here. Ha. Also wir sollen das machen und müssen danach wahrscheinlich laden, oder? Maybe. Speichern. Wir machen's. Ja, okay, dann speichere ich hier nochmal. Dann haben wir wenigstens die XP bekommen dafür, dass wir das hier entdeckt haben. Wir zahlen. Payment in advance. Wouldn't want to have to ask you to cough up when we get to the other side. Ja, genau das ist es nämlich. All aboard. The bell is ringing and we're ready to depart. Get in the boat, I mean to say. Step careful as you disembark. Wouldn't want you to get hurt as you die upon the dock. In the interest of efficiency and to ensure my quick return to the mainland, please empty your pockets in advance. Thank you. Please come again. Wie über den Todesnebel gelogen zu haben. Wir sind doch durchgekommen, ohne zu sterben. Ach nee, wir sind so gut wie tot. Ah, cool. Und wo seid ihr? Ja, auf der anderen Seite. Oh yay. Ja, ihr habt gelogen, ihr Penner. I didn't lie. I just asked you to trust me. The mistake is yours. I could have spent a little less time circling around in the mist. But I like to offer value for money. Ich verlange eine Erstattung. No refunds. But if you're unhappy with your journey, I'll happily take you back to where it began. For a trifling consideration, of course. Ah, ist das ein Arschloch. Okay. Okay. Ja, wir sollten doch laden, oder nicht? Mehr und den anderen Weg hätten nehmen. Wir uns auch zu teleportieren können, dich heilen können und dann. Ich meine, wir haben XP dafür bekommen, aber. Ich glaube nicht, dass die paar Groschen wert ist, ne? Die paar XP. Habt ihr alle XP bekommen? Also ihr zwei auch? Ich glaube nicht. Ja, oder? Dann sowieso ich hab nicht. Ich habe nicht aufgepasst. Ich weiß es ehrlich gesagt auch gerade nicht. Ich habe bei euch zugehört. Ja, ich auch. Dann zur Brücke. Welche war das nochmal? Die Felder waren's. Ja, hier sind wir bei der Brücke und hier können wir uns rüber teleportieren, hoffentlich. Auch wenn da Fässer stehen. Ah. Oh Gott, und dann dieser ganze Gang hier. Ugh, ekelhaft. Jo, dann seht mal zu. Oh. Ach so. Geisterbrücke. Da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, dass es eine Geisterbrücke ist. Ich hab das auch vergessen.
ich drücke einfach nur gerne die Geister nicht. Mhm. Okay, ein Glück. Einfach immer überall. Oder ist eine Falle? Gut dran vorbeigesprungen. Noch eine. Also ihr seid auch irgendwie Captain Obvious, ne? Ihr beiden. Baby. Hey, da ist ein Pier. Mit einem Boot. Mhm, genau. Gleichzeitig. Und vor allem wir glücklich beide geklungen. So, guck mal, wir haben was gefunden. Okay, wir hätten... Das sind dieselben XP gewesen. Mein Gott, ihr wiederholt euch, Leute. Okay, das ist jetzt der simplere Weg. Finde ich komisch, dass dieser offensichtliche Weg der bessere ist, aber okay. Dann, oh, da sind entführte Braut, überfallener Ritter und ein korrumpierter Pilger. Wollt ihr eure Taschen mal wieder öffnen? Ich hätte gerne mein Geld zurück. Wenn die Braut wenigstens gut aussehen würde, aber nein, es ist halt eine Elfe. So. Dann machen wir mal auf und gucken, was kommt. Moin. Salutations. Have no fear, we mean you no harm. Ja, das sagen sie immer, bevor sie uns die Kehle aufschneiden. No harm, no harm, no harm, no harm, no harm. Something delicious. Something delicious von ihr. The being sniffs the air in your direction and licks his lips. He moves a couple of paces towards you, his eyes hungry and entranced. He abruptly slaps himself in the face and halts his advance. My manners. Master would not be pleased. He awaits you west of here. He will not harm you. Others may. Wer ist der Meister und was will er? He doesn't respond at first. Instead, he stares, consuming you with his eyes. He bites his frayed lower lip, drawing blood. Master is master. He wants you to go to him west of here. Er hat übrigens eine Maske im Gesicht. Wie kann ich seine Lippe sehen? Wir sind hellseherisch. Ich will eine echte Antwort. He barely seems to notice your repeated question at first. His eyes are dark pools in which your reflection is drowning. You are so delicious. Please, go west. My master awaits. Was seid ihr? A servant. A loyal servant. He wrings his hands as he answers you. Wrings them bloody. Loyal and hopeful. Go now. Save your questions from Master. Spare me your presence. Wenn wir ihn weiter bedrängen, wird er uns wahrscheinlich angreifen, könnte ich mir vorstellen. Ich glaube, wir gehen. Oder was sagt ihr? Sollen wir weiter bedrängen? Wir drängen ihn. Okay. Ja. Wer seid ihr? He shoves his gnarled fist to his maw and bites down on his knuckles. His response reaches your ears as a muffled plea. A loyal servant. Loyal servant, I have no more answers. Master awaits you to the west. To the west! The being lurches forward once more. Mid-stride, he catches himself and transforms the movement into a servile bow. Okay. Very loyal. I'm all for forests, but honestly, this seems a little much. Welcher Forest vor allem, das ist jetzt einfach nur Fleisch, das auf dem Boden wabert. So ein bisschen Zerg-like. Frau Braut. Sweet Sir. Handsome Sir. Seek out our master. He wants you. Okay. Sagt die Braut. Wants you. She gives you a coy little smile. Her mouth is crowded with dozens of tiny, sharp teeth. Shreds of rotten flesh are lodged between them. The hulking brute recoils slightly from you and gestures towards deeper in the island. My master has use for you. Make haste, if you please. Okay. Das ist ja ein toller Bunch. Was haben wir denn für einen Eintrag bekommen? Irgendwas Sinnvolles? Trifft den Meister. Ihren Meister auf der Blutmondinsel zu besuchen. Ich meine, vielleicht waren sie besessen. Ja, das ist ja ein Dämon, den wir hier erwarten, ne? Mhm. Hätten wir nochmal mit Dings reden sollen, von wegen, dass wir jetzt zur Insel gehen? Nein, der hat uns ja losgeschickt, dass wir zur Insel gehen sollen. Ja, ich frag mich halt, ob er das wirklich getan hat.
Ja, er hat gesagt, ich kann Lose erst helfen, wenn ihr den Typen besiegt habt. Okay. Darf ich dann mit dem Typen reden? Vielleicht gibt es interessante Gesprächsmöglichkeiten. Klar. Ich kann ihn sicher nicht überreden, das heißt, es kommt so oder so zu einem Kampf, aber trotzdem. Wir haben übrigens irgendwo eine Karte gefunden und ich würde gerne wissen, wo. Die habe ich dir geschickt, die müsste in deinem Inventar sein. Wo ist mein Inventar? Da. Karte der Blutmondinsel. Dürfen das, was eine Karte Insel sein scheint? Sie ist mit eigenartigen arkanen Runen bedeckt. Offenbar sind drei Katakomben, eine Schmiede und eine Art Archiv verzeichnet. Und das sind wohl die Sachen, die jetzt auf der Karte aufgetaucht sind. Brennende Skulptur, Archive, uralte Schmiede. Wo gehen wir zuerst hin? Das hieß, im Westen wartet der auf uns. Das heißt, dort, wo wir vorher im Ampir waren, schätze ich. Sollen wir erst Richtung Archive und Schmiede gehen, oder? Jo, nicht. Ihr kennt euch besser aus. Ihr habt das ja alles schon mal gesehen, ich nicht. Ja, aber wir erkunden ja eh alles, oder? Ich frage mich halt, ob es möglich ist, deswegen. Von wegen, im Westen wartet der und wir sollten vielleicht vorher was anderes machen. Ist hier schon eine der Skulpturen, ne? Ist schon dran vorbeigelaufen. Achso. Achso, die Skulptur hier. Was soll die? Soll ich die ansprechen? Mhm. Guck dir mal den Boden an. The statue is a striking sight, a sizzling blue totem on a blood-red isle. Even stranger, a shard of polished iron peeks from under the statue's base. Mhm. There's something hidden beneath this massive sculpture. Können wir sie bewegen? Even a triple-sized troll couldn't make the statue budge. Whatever the stone figure guards, remains a mystery. What's that smell? Ich meine, der Boden sagt mir gar nichts. Ich weiß leider auch nicht mehr, wie man das jetzt löst. Das kriegen wir schon noch hin, aber... da oben ist... Chilchia, Herrin der Agonie. Und... Eiherrn der Verwüstung. Und hier läuft ja alles rum. Elementarritter, Blutbrut aber und so. Aber da geht's nach Westen, ne? Ja, ja, deswegen will ich da auch eigentlich gar nicht hin. Ich hab nur gerade die Leute da gesehen, weil sie geredet haben. Deswegen... wollte ich das zumindest... oh, hier ist ein Wegpunkt. Sehr schön. Bemerken. Okay. Soll ich die Statue nochmal anfummeln? The statue appears to almost hover above the blood and filth of this place, yet her feet are stained red. Although her eyes are bound against the destitution around her, her expression is mournful, grieving even. Ich lege meine Hand auf den Flügel. You are relieved of the past's nightmares and the future's burdens. All that matters is now. Okay. Immer ganz interessant, dass sie sich so viel Mühe gegeben haben, die Wegpunkte auch nochmal zu vertexten. Hier liegt einer, toter Schmerzweber des Schwarzen Rings. Gut, dass er tot ist. Und außerdem auch noch ein Plünderer mit der Axt des Plünderers. Die ist ganz gut. Ja, da laufen Gegner rum. Rechts von dir. Anweisung des Schwarzen Rings. Da oben ist eine Falltür. Kommen wir da überhaupt hin? Ich glaube schon. Okay. Ja, schön, dass wir alle das gleiche sagen immer. Moment mal, ich will mal die Anweisung kurz lesen. Der Brief pulsiert wie von einem Herzschlag und leuchtet fahl. Kinder des Gottkönigs, bei den Priestern ist das Chaos ausgebrochen. Der Baum wird bald seine... könnt ihr bitte mal nicht vorrennen? Es wird bald seine Geheimnisse preisgeben, Zeit auf die Blutmondinsel zu gehen. Die Dämonen werden den Weg mit Todesnebel versperren, doch den Untoten und Immunen unter euch wird das keine Schwierigkeiten machen. Geht, es ist euer Verlangen und eure Pflicht. Das Schreiben ist nur mit einem Buchstaben unterzeichnet. S. Sollen wir hier schon uns umgucken? Ich wäre jetzt eigentlich schon wieder hochgegangen, weil... nee. Guck dich ruhig um. Oder hier ist einfach gar nichts. Außer dem Hebel da vor der Tür. Ich hab was gefunden. Einen Ring. Yay. Deine einen guten Ring? Noch zu. Aber er muss identifiziert werden. Kannst du auch machen. Einfach Rechtsklick drauf. Nope. Nope. Wirklich nicht. Lehrmeisterstufe zu niedrig. Ich dachte, gut, ihr habt verwaltet Grommel nicht, deswegen, ja. Ja, also hier in den Katakomben ist mal gar nichts. Ein Hebel war dort, der nichts macht.
Ist es okay, wenn ich den Ring nehme, wegen dem Lithosuf und der magischen Rüstung? Ich brauche ihn nicht. Und Fug? Der Detaillierte? Ja, nimm ruhig. Ich finde es schön, dass wir den umgestürzten Kohltopf noch anmachen können. Überall Todesnebel. Das ist wohl der Theme hier. Also hier ist mal gar nichts leider. Keine Ahnung. Außer ihr wisst noch von was? Kortan, der Verfolger. Enelrak, der Unheilvolle. Also ganz viele Dämonen. Okay, irgendein Untoter. Der Todesnebel sieht schon geil aus, ne, wie er hier über dem Wasser hängt. Die Effekte haben sie hier echt gut gemacht. Was haben wir hier hinten noch? Da sind dann die Archive, okay. Jo, dann machen wir die Untoten mal schnell fertig, oder? Was sagt ihr? Oh, du bist schon wieder draußen, sorry. Ich meine, ich kann Feuerball direkt reinwerfen. Ist vielleicht ein guter Start. Yay or nay? Wenn Melly da ist, ja. Ja, aber ich vielleicht komme eher ein bisschen voraus, oder? Ich kann keinen Feuerball reinwerfen, weil ich nicht nah genug bin. Nö, warum? Die sollen doch zu uns kommen. Wie gesagt, wenn sie Punkte verschwenden, dafür zu uns zu kommen, kann ich immer noch keinen Feuerball werfen, weil irgendjemand zu nah war. Wahrscheinlich ich. Nein, schleichen fehlgeschlagen bei Sibyl. Sehr schön. Ah, so viel dazu, einen Feuerball vorher reinzuhauen. Au. Goodbye, physische Rüstung. Ah, der Strahl ist so schön. Der gefällt mir. Scheiße, hat den letzten nicht getroffen hat. Nee, das wusste ich aber, dass es den nicht trifft, aber ich dachte mir, zwei ist besser als nix. Ich habe zwar jetzt kein Vieh beschwören können, aber oh well. Oh, danke fürs Gespräch. Wie spricht man den Namen aus? Quisvilius? Der Arglistige? Oh, der ist ja noch einer der einfachen. Serachial ist hier auch noch. Oh Gott. Nee, nicht verkrüppeln. Wo ist denn der andere? Da ist der. Blackwing. Was it the death fog that got them or something else? Leider nur einen, das ist zu wenig. Und ja, das mit der magischen Rüstung war mir bewusst. Und auch okay so. Leichenexplosion hurts. Ouchie. Die sind nicht ohne. Level 15, ey. Warum sind wir eigentlich immer ein Level drunter? Können wir nicht mal ein Level gleich stehen? Todeswiderstand ist schlecht, weil der wird nicht sterben. Guter Kandidat dafür, ihn einzufrieren oder zu versteinern oder sowas. Die Fähigkeit kann man auch nicht blockieren, ne? Welche? Diese Todwiderstehen? Ja. Wir kriegen den eh nicht in zwei Runden tot. Na, cool. Ja, und dann kommt Sibyl, ne? Crit, crit, dead. Nein, nix mit dead. Nächste Runde dann. Obwohl, nächste Runde hast du keine Punkte, ist halt blöd, ne? Ja. Also Nadine ist so eine doofe Fähigkeit, ich weiß auch nicht. Wow! Ja, ne, nix mit Dead. 22 Punkte, ey, das gibt's nicht. Und Grommel steht wieder mittendrin, aber er wird nicht angegriffen, passt auf. Den braucht er aber nicht angreifen, den mache ich dann gleich tot und krieg ich. Ja, für extra wieder. Punkte. Achso, okay, ja. Gut. Und der ist eh nach mir dran, also von daher ist das egal.
Kannst den Köter vor mir kaputt hauen, Schatz. Nur nicht einfrieren weil, oder kalt machen, weil dann hört auf zu brennen. Falls das möglich ist. Ah, das ist immer gut. Hey. Was hab ich echt getan? Ach, natürlich nicht, natürlich. Nichts im Radius. Ja, dann nutze ich halt den einen Punkt, um näher zu kommen. Ich hoffe, dass hier... Ah, dann würde ich ihn mittöten, das ist aber auch blöd. Na, so schlimm ist es nicht, wenn du ihn tötest, aber... Ihr müsst jetzt keine Punkte ausgeben, nur um den noch mitzutöten. Ach ja, Gelegenheitsangriff, natürlich. Oh, I hate it. Das war ein Millimeter... Du dreckiger Scheißköter, mal ganz ehrlich. Fucking Millimeter hätte ich noch gebraucht. Okay, das zählt noch als 0 AP, weil ich den angefangen habe, den Move. Zum Glück, das eine AP ignorieren sie. Nee, das ist der falsche. Den da würde ich... Für den Fall, dass ich verfehle, fange ich, glaube ich, hiermit an. Das war schön. Ja, jetzt greifen sie mich vielleicht auch mal an im Leben. Weil sonst scheint ja kein Gegner ihn angreifen zu wollen. Ever. Ich verstehe nicht warum. Bist du sicher, dass du nicht den Köter vor dir killen willst? Ich kann ihn auch gleich wegtöten. Den kriege ich nicht tot und er hat noch Rüstung vor mir. Ja, aber er sitzt dir im Gesicht und würde dich im nächsten Zug wahrscheinlich erledigen, wenn Melly ihn nicht weghaut. Aber okay. Okay. 40% Feuerresistenz, oder? Aber das liegt daran, weil der brennt? Ne, der brennt gar nicht. Ja, super. Ich mag die Gegner hier nicht. Oh my freaking God. Ich mag die Gegner nicht. Die sind alle feuerresistent. Das ist doch scheiße. Vor allem machen die alle verwesend. Das ist doch... Momentan bist aber glücklicherweise nur du verwesend. Und ich könnte dich verstärken, dann ist das wieder weg. Ja, ich stehe halt auch in dem Blut, ne? Ach, ich habe mich selbst verstärkt. Machen. Ach so, die, ja, verfluchtes Blut, deswegen bist du verwesen, ja. Mhm. Aber ich kann dich auch nicht verstärken, weil ich hab's schon gemacht, hahaha. Also wenn, dann müsste Melly das machen. Ich hab's auch schon gemacht, leider. Weil ich ja auch verwesend war. Oh, ich stehe ja wieder im Blut. Ich stehe ja wieder im Blut, nice. Ja, aber solange du verstärkt bist, kannst du nicht wieder verwesend werden. Ich glaube, ich habe noch eine Schriftrolle. Das ist halb so schlimm. Okay. Ich glaube, da muss ich mal Herz aus Stahl reinnehmen oder sowas. Das ist eine gute Idee auf jeden Fall. Dämonisches Tempo, können wir das auch bekommen? Nein, ich glaube nicht. Das ist vor allem dauerhaft. Aber plus 2 Bewegung, plus 1 AP, plus 1 AP Erholung. Ich denke, dafür musst du ein Blutdämon sein. Kein Problem. Wo kann ich unterschreiben? Bin ich sofort dafür. Ich denke, bei dem Typen, den wir umbringen müssen. Vielleicht. Wo ist mein Wo ist mein Verstärkt hin? Das ist. Ach, da, okay, es ist nur weiß. Es ist nur ausgeblendet. Aus irgendeinem Grund fehlt mir eine Fähigkeit. Ich weiß nicht, welche das war. Das war der Kondor. Stimmt, ich habe ja auf infizierende Flamme gewechselt. Oh mein my freaking God. Die kostet mich 2 Pyro, 2 Quelle und 3 Aktionen. Das ist lächerlich. Für 300 Damage? Das ist lächerlich hoch 5. Was ist das denn? Ja, die spaltet sich bis zu 5 Mal auf beim Auftreffen. Buhu. Das ist so ein Witz, ey. Mal einmal alle Jubeljahre nutzen. Ja, du hast noch genug magische Rüstung. Hier, friss.
Und es ist Nekrofeuer. Oh, schön. Ich hab's verflucht mit dem Blut. Oh, so nice. So nice. Ploppt das Feuer. Okay. So viel zur magischen Rüstung. Ja, da gleich wieder. Sie? Immerhin ein bisschen. Den kann ich gleich umbringen. Wenn du vor ihm dran bist. Ja, bist du. Yay, ich hab dir geholfen. Yay. Das war bestimmt der Plan. Yay. Ja, bestimmt. Die anderen Hundi könnte ich in Hühnerform verwandeln, aber ich frage mich, ob das so sinnvoll ist. Nee, ich glaube, der wird auch bei mir sterben. Das befürchte ich leider auch. Vor allem, wenn er jetzt zu mir kommt. Vielleicht tötet er dich auch einfach vorher. Nein. Weil er einfach mal 8000 Punkte die Runde hat. Es war ja im ersten schon ein bisschen lächerlich, wie viele Punkte man haben konnte und wie viel Bosse und sowas teilweise tun konnten, ne? Aber hier ist es immer noch so, nur dass wir halt keine Punkte mehr haben können. Das soll ich einen normalen Angriff versuchen? Weiß ich nicht, maybe? Wie viel Schaden machst du? Bis zu 124. Das ist nicht viel. Weil das ist, wäre... Das wäre gerade der Tod von dem Vieh, das bei dir steht, und ein bisschen mehr als das, was bei mir steht. Try it. Aber lieber auf den, der bei mir steht, weil der könnte dabei sterben. Na, okay. So. Passt. Und da ist eine Säule dazwischen, ne? Ja, ja. Mhm, okay. Au. Hast du Schaden? Ach, wegen dem Blut wahrscheinlich, oder? Ja, ich glaube auch. Charaktere leiden Schaden, wenn sie geheilt werden. Sagt das Aber Blut. Du wurdest nicht geheilt. Ich habe lindernde Kälte auf mir. I don't know, heilt mich Blut? Ich glaube, die explodieren, diese Viecher, wenn sie sterben. Kann sein, ja. Also ich habe kein, ich habe die Fähigkeit nicht, dass mich Blut heilt, also von daher... Ja, sollte das aber nicht das sein. Ist verfluchtes Blut, ich glaube nicht, dass dich das heilt. Ja, wenn ich die Fähigkeit hätte, würde es mich heilen, weil es ist Blut. Wenn ich im Blut stehe, werde ich geheilt, das ist die Fähigkeit, aber die habe ich nicht. Ich glaube, die hat keiner von uns. Ich mag nicht angespuckt werden. Und vor allem doppelt. Nice. Bisschen eklig, aber nice. Die Hautverpflanzung. Für jetzt alle verstärkt sind. Finde ich gut. Verschwindet Verstärken, wenn die Rüstung weg ist? Sollte es nicht. Kommt ja ich finde, es sollte schon. Nee, Verstärken gibt nur einen einmaligen Buff. Das ist so maximale, ja, stimmt. Mhm. Das ist nicht die Rüstungsregeneration da, dieses komische. Aber sollte es ja erst recht nicht verschwinden. Doch, finde ich nämlich schon, weil es eben nur die maximale Rüstung verstärkt. Und wenn diese Rüstung wieder weg ist, dann sollte es weg sein, weil dann ist man nicht mehr verstärkt. Da würde das wirklich mal Sinn machen. Oh, nice. Schon wieder, du Dreckstück. Sag mal, das Ding hat... Wie viel Cooldown hat das? Das Ding hat doch sicher mehr Cooldown, als der da gerade hatte. Das ist aber jetzt was anderes. Das ist jetzt Todeswunsch. Er möchte halt sterben. Ach so, nein, das ist das. Er kriegt 88% Schaden. Stimmt, das war die andere Sache. Ist aber eigentlich kein Problem. Machen wir den Standard. Wenn es geht, mach lieber den mit dem Biest.
Also, ja, werde ich sowieso. Da habe ich nicht viele Möglichkeiten eigentlich, weil. Aber ich muss eh. Ich muss dann hinlatschen, das Problem. Oder ich mache einfach das. Ich würde Mr. Todeswunsch schon gerne erledigen, aber er kriegt dann halt Ultra Damage, ne? Ne, er kriegt keinen Damage. Naja, die Frage ist, kriegt er das nur einmal, wenn er das Ding auswählt mit 88% oder zählt das für das, was fehlt? Ja, genau. Ihm fehlen ja jetzt 1000, was weiß ich. Ihm fehlen 88%, deswegen hat er plus 88% Schaden. Ja. So, ja, aber wenn ich ihm jetzt auf 1 runterhaue, fehlen ihm dann 99%, er kriegt 99% Schaden. Das ist mein Gedanke dahinter. Weil ich kann ihn locker auf 1 runterhauen, das Problem ist, fehlen ihm dann 99% und er kriegt 99% Schaden. Oder ist es nur zum Moment des Zauberns, dass er den Schaden bekommt? Ich bin einfach am Leben und ich mach ihn gleich fertig. Ja, das Dumme ist, ich kann nicht viel machen. Ich komme nicht hin zu dem anderen Bastard. Ich kann mich neben ihn stellen, das ist auch alles. Ja, das war schon gut. Nicht wirklich. Was macht er gegen mich? Der hat ein fettes Viech neben sich stehen und bespuckt trotzdem mich. Wolltest du deinen Scheiß hingerichtet haben? Ja. Unglaublich. Ja. Ich hätte den Tierseiten selber töten sollen, dann hättest du das andere Vieh gekillt, fertig. Nee, eben nicht. Doch, wenn er da nämlich geblieben wäre, weil ich ihn nicht bedrohe. Ja, aber der hat ja immer noch sogar Fische gesehen. Ja. Immer noch nicht. Jo, das, ihr macht euch so einen Kopf wegen der bisschen physischen Rüstung. Das ist nichts anderes als ein paar mehr Lebenspunkte. Sie crittet das ja, sowieso aber weg. Er ist nicht tot. Du hast ja nur einmal drauf geballert. Nein. Ja doch, du hast auf ihn gerade nur einen Schuss gemacht. Ja, eine Fähigkeit, aber egal. Yay, geschockt. Das Schocken war echt mal weit effektiver. Das war es. Ich glaube, mehr kann ich auch wieder nicht machen. Ja, dann weiter. Oh, scheiß Säule. I don't care. Ich will die mit meiner geilen Säule erledigen. Mit meinem Strahl der Macht. Burn! So. Das muss jetzt sein. Wir geben allen nix? Ihr werdet doch wohl irgendwo was haben, oder? Nö. Alle leer. Na, hier hat einer einen Feuerpfeil für dich. Und einen nicht identifizierten Speer. Aber du brauchst keinen Speer mehr, ne? Nee. Gibt aber plus 3 Finesse. Black Ring. Was it the Death Fog that got them or something else? Oh, macht er schön viel Schaden. Mhm. Ist auch ein hochleveliger Speer. Ich meine, dein Bogen ist dagegen ein Witz. Geist einer Plünderin des Schwarzen Rings. Of a Black Ring Reaver looks down at his corpse in dismay. He notices you approach and challenges you in a throaty rasp. You're not one of those blood things. Who are you? Wir sind nur ein Abenteurer, was ist denn geschehen? Oder wir sind nur Abenteurer. But I suppose we had orders to take the item at any cost. We had spells and charms that were supposed to protect us from the Death Fog. They didn't work. Half of us died crossing the water. Me and some others just barely made it. But then these blood beasts attacked us right away. A few made it away. I didn't. Wieso habt ihr so einen Quatsch überhaupt geglaubt? Orders. We were told they'd work. No reason to doubt that.
used Sol's magic that saved the rest of us. The death folk already burnt my lungs. But I made it ashore. Sie ist ein Geist. Warum hat sie immer noch die Lungenprobleme? It makes no sense at all. Phantome die Kopf. Ich habe einen Ring gefunden, der muss identifiziert werden. Ja, aber das machen wir im Off, Leute, denn es ist schon wieder soweit. Wir haben die halbe Stunde voll und gehen danach in die Archive, denke ich, ne? Das wird hoffentlich interessant. Mal gucken, was wir dort erfahren über diese Insel oder was auch immer darin gelagert ist. Bis dann, Leute. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.